Schnarchen Gründe. Schnarchen passiert, wenn Sie die Luft während des Schlafes nicht ungehindert durch Nase und Rachen bewegen können. Dadurch vibrieren die umliegenden Gewebe, die erzeugt den bekannten Schnarchgeräusch. Menschen, die schnarchen, haben oft zu viel Rachen- und Nasengewebe oder Floppy-Gewebe, das anfälliger dafür ist. Vibrieren. Die Position ihrer Zunge kann auch der glatten Atmung im Wege stehen. Da Menschen aus verschiedenen Gründen schnarchen, ist es wichtig, die Ursachen für ihr Schnarchen zu verstehen. Sobald Sie verstehen, warum Sie schnarchen, Sie kann die richtigen Lösungen für einen ruhigeren, tieferen Schlaf finden, für Sie und Ihren Partner. Ändern Sie Ihre Schlafposition. Wenn Sie auf Ihrem Rücken liegen, fällt die Basis Ihrer Zunge und Ihres weichen Gaumens in die hintere Wand Ihres Halses, was währenddessen ein vibrierendes Geräusch verursacht. Schlaf. Schlafen auf deiner Seite kann dazu beitragen, dies zu verhindern. Ein Körperkissen, ein Ganzkörperkissen, das den ganzen Körper stützt, bietet eine einfache Lösung. Es ermöglicht Ihnen, das Schlafen auf Ihrer Seite zu erhalten. Und kann einen dramatischen Unterschied machen. Erhebe den Kopf deines Bettes. Eine einfache Möglichkeit ist es, mehrere flache Bretter unter den Beinen am oberen Ende des Bettes zu platzieren. Ein paar kurze Längen von 2 nach 8 oder 2 von 10 unter jedem Bein sollten das Bett genug heben, um den Trick zu machen. Abnehmen. Dies wird dazu beitragen, die Menge an Gewebe im Hals zu reduzieren, die Ihr Schnarchen verursachen könnte. Sie können Gewicht verlieren, indem Sie Ihre Gesamtmenge verringern. Kalorienaufnahme durch kleinere Portionen und gesündere Nahrungsmittel. Stellen Sie sicher, dass Sie täglich regelmäßig trainieren. Sie können auch in Betracht ziehen, Ihre Doktor oder ein Ernährungsberater für Hilfe. Alkohol einschränken oder vermeiden. Alkohol entspannt die meisten Menschen, und weil Schnarchen auftritt, wenn die Kehle und Zunge entspannt ist, kann Alkohol das Problem aufgrund der extrem entspannter Zustand kann es verursachen. Dies könnte Ihr Schnarchen tatsächlich verschlimmern. Begrenzen Sie Ihren Alkoholkonsum oder vermeiden Sie es ganz zu bekommen. Eine viel bessere Nacht schlafen. Hör auf zu rauchen. Rauchen reizt das Gewebe von Mund, Nase und Rachen, was zu Schwellungen führen kann, die Ihre Atemwege behindern. In der Tat, die Wahrscheinlichkeit. Schnarchen steckt mit der Menge der täglich gerauchten Zigaretten. Fügen Sie Ihre Schnarchsucht zu der Liste der Gründe, um Ihre Rauchgewohnheit zu treten. Trinke genug. Trinken Sie Wasser, um hydratisiert zu bleiben. Wenn Sie dehydriert sind, wird der Schleim in Nase und Hals klebriger und kann das Geräusch von Schnarchen verstärken. Während viele dieser anderen Tipps werden helfen, Ihre Nasenwege zu schmieren. Wenn Sie nicht genug Wasser täglich trinken, könnte es Zeit sein, Ihre Aufnahme zu erhöhen. Es ist jedoch nicht nur der Rauch aus erster Hand, der Ihr Schnarchen beeinträchtigen kann. Das Einatmen von Rauch aus zweiter Hand kann die gleichen Probleme verursachen, besonders in kleine Kinder. Für die Gesundheit aller ist es am besten, ein rauchfreies Zuhause zu pflegen. Vermeiden Sie Milchprodukte. Das Trinken von Milch oder andere Milchprodukte können das Schnarchen sehr verschlimmern, da es eine Schleimschicht in Mund und Rachen hinterlässt. Dies Schleim trägt zur Verstopfung der Atemwege bei. Versuchen Sie auch zu vermeiden, eine große Mahlzeit kurz vor dem Schlafengehen zu essen. Wenn Ihr Magen voll ist, kann er gegen Ihr Zwerchfell drücken und Ihren eigenen beeinflussen. Rhythmische Atmung. Genug Schlaf bekommen. Übermüdet verändert tatsächlich die Art und Weise, wie Ihr Körper auf den Schlaf reagiert. Sie werden in einen tiefen Schlafzustand versetzt, der zu einer übermäßigen Entspannung führt. Muskeln. Floppy-Muskeln in Mund und Rachen lassen sich beim Atmen leichter vibrieren, was Schnarchen verursacht. Praktizieren Sie gute Schlafhygiene, indem Sie sich an einen festgelegten Schlafzeitplan halten und sicherstellen, dass Sie jeden Abend die richtige Menge Schlaf bekommen. Schlafentzug verhindern. Verwenden Sie Nasensprays.
Wenn Ihre Nase verstopft oder ausgetrocknet ist, kann die Verwendung von Nasensprays und Spülungen dazu beitragen, die benötigte Feuchtigkeit zu spülen und aufzufüllen. Eine einfache Salzlösung. Lösung ist oft genauso effektiv wie medizinische Formeln. Sie können auch versuchen, Dampf zu verwenden, um Ihre Nebenhöhlen zu reinigen. Nehmen Sie eine heiße Dusche vor dem Schlafengehen, oder füllen Sie eine Schüssel mit kochendem Wasser und legen Sie ein Handtuch über den Kopf, um den Dampf einzuatmen. Für schwere Fälle von Schnarchen und Schlafapnoe kann Ihnen eine PAP, Continuous Positive Air Pressure, Maschine verschrieben werden. Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Modelle, mit einigen in die Nase eingeführt, während andere eine Maske haben, die den gesamten Mund und die Nase bedeckt. Diese Geräte arbeiten, indem sie dazu beitragen, den Druck in ihren Atemwegen während des Ein- und Ausatmens aufrechtzuerhalten, damit sie nicht zusammenbrechen. Danke, dass du für mehr solcher Videos geschaut hast, bitte teile und abonniere.